falls Sie Ihren Silvestervorsatz schon längst wieder vergessen haben sollten. Am Sonnabend ist eine super Gelegenheit zum Aufhören. Da ist Welt-Nichtrauchertag. Befassen wir uns heute aber erstmal mit der Vorstufe des Nichtrauchens, nämlich mit diesen Dingern hier, den sogenannten E-Zigaretten. Die sollen ja eine gesündere Alternative zum Tabakrauchen sein und liegen voll im Trend. Rund 4 Millionen stehen schon unter Dampf. Tabakzigaretten sind geächtet. Das Nervengift Nikotin macht süchtig und vor allem der Teer leistet Krebserkrankungen Vorschub. Zweifel ausgeschlossen. Da ist Smokestop ein Name mit Programm. So nennt Manu Böhnecke sein Fachgeschäft für E-Zigaretten und deren Zubehör aller Art. Er selbst ist vom starken Tabakraucher zum E-Zigarettendampfer geworden. Das Positive bei der E-Zigarette ist, dass eben da eine Flüssigkeit vernebelt wird und es werden keine Stoffe wie bei der Tabakzigarette verbrannt. Viele der gesundheitsschädlichen Stoffe wie Teer, Benzol, Kohlenmonoxid entstehen bei der Nutzung einer E-Zigarette nicht. Also das sogenannte Passivrauchen empfällt bei der E-Zigarette. Das Nikotin wird zu 99,9% vom Körper aufgenommen und nicht wieder an die Atemluft abgegeben und belastet die umstehenden Personen überhaupt nicht. Der Händler hat natürlich gut reden, aber eben nicht nur er. Der Umsteiger Andreas Kögler hat diese Erfahrung gemacht. Seit ich mit dem Dampfen angefangen habe und jetzt gar keine Zigaretten mehr rauche, ist meine sportliche Kondition erheblich angestiegen. Ich kann jetzt ohne Probleme joggen, Sport treiben. Dampfen statt Qualmen und alles ist gut? Von Suchtexperten und Medizinern kommt dazu ein Nein. Ja, und einen Neinsager, den haben wir heute im ZIP-Studio. Herzlich willkommen, Dr. Christian Grah, Lungenkrebszentrum im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe. Jetzt haben wir gerade von den Fans, sage ich mal, von der E-Zigarette gehört, kein Teer drin in der Zigarette. Also was soll's, also auch keine Krebsgefahr. Ja, das stimmt leider nicht, weil wir haben eben gemerkt, das sind ja diese Liquids, nicht, die sozusagen da verdampft werden, eben nicht geraucht werden. Ich darf das mal hier nehmen. Mhm. Das ist ja hier so eine Flüssigkeit, nicht, die letztendlich dann da über diesen elektrischen Impuls verdampft wird. Und wenn man das dann aber analysiert, was da drin ist, dann merkt man, da sind krebsauslösende Stoffe drin. Ah, ja, und da sind Formaldehyde drin, da sind Nitrosamine drin. Und wir haben über 40 Stoffe synthetisiert und wir wissen nicht genau, wie viel in den Einzelnen. Es ist also gar nicht deklariert. Mhm. Und nun bin ich Lungenkrebsarzt und bin natürlich sehr besorgt, dass wir Pseudogesundheit damit vermitteln. Mhm. Also ich würde da ganz klar vorwarnen. Wir kommen noch mal zu den Einzelheiten. Wenn Sie sich aber jetzt gefragt haben, liebe Zuschauer, Liquids, wie, was, wie funktioniert es eigentlich? Ich meine, im Grunde genommen, die E-Zigaretten fassen sich fast an wie so ein Kugelschreiber. Was aber drinnen passiert? Schauen Sie mal. In einem der Zigarette bzw. dem Zigaretto nachempfundenen und auch mal edlen Körper befindet sich eine Batterie nebst Steuerelektronik. Wird am Mundstück gesaugt, wird das Liquid erhitzt, vernebelt und zu Dampf. Jene Flüssigkeit, die im Wesentlichen aus Propylen, Glykol, Aromastoffen und Nikotin besteht. Der Dampf wird inhaliert und mancher bekommt als Erinnerung an das Tabakrauchen noch einen Glühring imitiert. Das haben wir jetzt begriffen. Das Liquid wird also zu Dampf, dann wird es vernebelt. Und da haben wir dieses Wort gehört, Propylenglykol. Taucht ja auch in Nahrungsmitteln auf. Ja, aber das sind natürlich feinste Anteile in Nahrungsmitteln, die in dem Verhältnis, wie man das in die Lunge inhaliert, nicht zu vergleichen sind. Mhm. Und wir haben schon jetzt von der lungenärztlichen Seite wirklich Sorge, dass eben Asthma, COPD an der Stelle deutlich mit dieser Konzentration von Inhalationen verstärkt oder ausgelöst werden können. Das wissen wir noch nicht, das ist zugegeben. Diese Studien gibt es noch nicht. Aber es gibt Hinweise, dass die Atemwege an der Stelle doch gereizt und damit mit Krankheitsauslösungen reagieren. Gibt es denn Hinweise von Rauchern der E-Zigarette, dass es Nebenwirkungen gibt, die auftauchen können? Durchaus. Es gibt eben Menschen, die eine Reizung der Atemwege haben, mit Enge reagieren, dass die auch danach dem Genuss von E-Zigaretten entsprechend Symptome bekommen. Mhm. Mag sein, dass es im Verhältnis zu dem normalen inhalativen Tabakrauch weniger ist, aber wir können aus unserer Sicht nicht Entwarnung geben. Wie sieht es denn aus mit dem Suchtpotenzial? Also Nikotin ist ja auch drin in der E-Zigarette. Genau, das ist ja eigentlich das, wovon alle immer reden, das Nikotin. Ja. Und das ist bekannt, dass das Nikotin ein Stoff ist, der durchaus suchtgefährdend ist, gerade wenn man es inhaliert, wahrscheinlich stärker als über andere Anwendungswege.
Es gibt es ja sogar in der Homöopathie als Heilmittel. Aber wenn man es inhaliert und dann in dieser Intensität, dann müssen wir davor warnen, dass es doch eben eine Einstiegsdroge werden kann. Das heißt, man wird suchtabhängig dadurch und will dann vielleicht die normale Zigarette. Jetzt sind Sie ja auch sogenannter Tabakentwöhner. Also ja. Sie befassen sich durchaus mit den Menschen, die überhaupt nicht mehr ran wollen. Weder an die normale Zigarette noch an die E-Zigarette. Wie sieht es jetzt aus? Ist es also völlig egal oder ist es gleich schlecht, ob ich eine Tabakzigarette rauche oder eine E-Zigarette? Ehrlicherweise müssen wir sagen, wir wissen das noch nicht. Also die Studien, die Langzeitprobleme, die entstehen, die stehen noch an. Wir haben Hinweise, dass eben klar krebsauslösende Stoffe dort enthalten sind. Deswegen warnen wir davor. Und dass es einen Reiz gibt, der auch eben solche Krankheiten wie Asthma, COPD mit verstärkt. Aber was wollen wir als Tabakentwöhner? Wir wollen helfen, dass es glückliche Nichtraucher gibt. Das stimmt schon, aber die meisten sagen ja, und Sie haben mir erzählt, also die E-Zigarette, die Kurve, Erfolgskurve, das geht nach oben. Mhm. Also es werden noch viel mehr Leute darauf zurückgreifen. Ja. Ist das ein probates Mittel, um sich Rauchen abzugewöhnen? Das denken wir eher nein, weil es gibt Nikotinersatzpräparate, die das eben kontrollierter ermöglichen, zusätzlich zur Verhaltenstherapie, also die eben einfach das Training, wie kann ich mein Verhalten so verändern, dass ich eben glücklich werde ohne so ein Suchtmittel, einfach mit hinzunehmen. Und dann hat man eigentlich einen guten Weg, auch sich das Rauchen abzugewöhnen. Jetzt gibt es neben dieser E-Zigarette noch so eine genannte E-Shisha. Also eine andere Form der arabischen Wasserpfeife. Und die macht sich jetzt gerade so auf den Schulhöfen breit. Manche fühlen sich da vielleicht erwachsen oder cooler. E-Shishas sind im Prinzip auch E-Zigaretten in Form und Farbe, richten sie sich aber an das junge Publikum. Gefüllt mit besonders fruchtigen bis hin zu schokoladigen Aromen und, so zumindest oft das Herstellerversprechen, im Gegensatz zur E-Zigarette generell ohne Nikotin. Die Lehrerschaft ist verunsichert. Was steckt in diesen Aromen drin? Sind dort möglicherweise krebserregende Stoffe? Und ist dann nicht auch irgendwie so der schleichende Einstieg wieder zu der Zigarette gegeben? Aber immerhin, wer dampft, kifft und raucht erstmal nicht, oder? Ja, oder, Dr. Grah, es sieht so aus, als müssten Sie jetzt einigen Pädagogen Argumentationshilfe geben. Wie sieht's aus? Wir tasten uns mal an die Fragen ran von dem Lehrer gerade. Weil was steckt drin in den Aromen? Das sind erstmal verschiedene Fruchtaromen oder Schokolade. Das schmeckt ja eigentlich auch erstmal ganz gut. Das ist halt die Gefahr, das ist angesagt, das ist was anderes, das ist cool. Ja. Letztendlich ganz ähnlich wie die E-Zigarette. Es ist dasselbe Problem, es sind dieselben auch krebsauslösenden Stoffe dort mit drinnen. Und diese Reizungen über eben dieses Propylenglykol, das ist auch enthalten. Und jetzt ist die Frage, ob damit nicht letztendlich eine Einstiegsdroge entsteht. Ja? Dass also diese Geschmacksstoffe, die noch gerade in dieser Generation eben vielleicht animierend sind, wo wir auch nicht kontrolliert wissen, welche Giftstoffe sind wirklich drin, weil es gibt keine Angaben von dem Hersteller. Aber Sie sagen, ja. Es sind welche drin. Ja, wahrscheinlich. So ist es. Und dann ist die Gefahr, dass das entsprechend dann weitergeht. Ja? Und deswegen ganz klar, das ist kein Spaß. Sondern hier sollte von Anfang an in den Schulen warnend darauf eingewirkt werden, dass man gar nicht in diese Suchtspirale hineinkommt mit Ausprobieren von Shisha-Rauchen. Also das Deutsche Krebsforschungszentrum fordert sogar, dass die E-Shishas komplett verboten werden auf Schulhöfen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nee, das glaube ich nicht. Ich denke, das ist eine richtige Maßnahme und würde das sehr unterstützen. Ja, lieber Herr Dr. Grah, dann bitte ich Sie noch mal um ein Fazit, Vergleich. E-Zigarette und E-Shisha. Kontra normale Tabakzigarette. Ja, also wir müssen ehrlicherweise sagen, in der Forschung sind wir noch nicht so weit, dass wir die Klarheit der krebsauslösenden oder gefäßzerstörenden Wirkungen wie bei der Zigarette, der normalen Zigarette haben. Aber es ist ganz deutlich, es ist eine Gefahr für die Gesundheit und vor dem Hintergrund sollte man genauso warnen vor der E-Zigarette und sollte sich ein glücklicher Nichtraucher wähnen oder einer werden über andere Maßnahmen, die es gibt. Jetzt können wir noch vermelden, sozusagen wir zwei, das EU-Parlament ist genauso skeptisch, also stellt sich auf die Seite derer, die sagen, also E-Zigarette auch nicht. Demnächst in Gesetzesform werden Tabakzigaretten und E-Zigaretten gleichgesetzt. Das heißt dann aber auch für alle, die noch in öffentlichen Räumen E-Zigaretten rauchen, dass auch das dann vorbei ist. Ja. Es geht nicht mehr. Ne? Ja. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Verweise Sie, liebe Zuschauer, natürlich gerne nochmal auf unsere Zusammenfassung zum Thema E-Zigarette im Internet und auf unserer RBB-Tech-Seite 360. Besten Dank.